Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video mit der Präposition zwischen. Erst einmal vielen Dank an meine zwei neuen Patrons, Liliana und Anthony. Ich sag euch vielen Dank. Und ein ganz großes Dankeschön auch an diese vier Menschen, die nach meinem letzten Video für mein neues Laptop gespendet haben. Ich habe leider noch kein neues, aber konnte das von einem Freund ausleihen. Ich sag euch tausend Dankeschön. Und jetzt starten wir mit dem Video. Zwischen ist eine Wechselpräposition. Dativ auf die Frage wo und Akkusativ auf die Frage wohin von A nach B. Und wenn du damit Schwierigkeiten hast, dann schau dir die anderen Videos von mir zu diesem Thema an. Die findest du in der Playlist oder in meinem Channel. So, zwischen, ich denke, ihr versteht das Wort. Und jetzt schauen wir die Beispiele an. So, Dativ. Auf die Frage wo. Das Baby sitzt zwischen seinen Eltern. Seinen ist hier Dativ Plural. Der Teller liegt zwischen der Gabel und dem Messer. Ja, es ist die Gabel und das Messer. Also Dativ liegt zwischen der Gabel und dem Messer. Das Deutschbuch steht zwischen zwei anderen Büchern, sagen wir. Das hier ist das Deutschbuch. Zwischen zwei anderen Büchern, Dativ Plural. Und jetzt können wir diese Sätze mit wohin fragen. Und ich sage, der Junge setzt sich zwischen seine Eltern. Das ist also Bewegung. Hier sind die Eltern. Und der Junge setzt sich hier hin. Ich lege den Teller zwischen die Gabel und das Messer. Wir haben die Gabel, wir haben das Messer und hier lege ich den Teller hin. Und ich stelle das Deutschbuch zwischen die beiden anderen Büchern. Das ist auch wieder wohin. Und wir haben hier jedes Mal Akkusativ zwischen seine Eltern, die Gabel, das Messer und andere Bücher. Und H. Vielleicht habt ihr den Fehler gesehen. Hier ist noch das Dativ N. Das ist natürlich falsch. Das N im Plural gilt nur für Dativ. Zwischen können wir auch benutzen für Zeit. Auf die Frage wann. Und dann ist es auch Dativ. Mein Paket von Amazon kommt zwischen dem 3. und 5. April. Zwischen dem 3. und 5. April haben wir Dativ. Der Postbote kommt immer zwischen 9 und 10 Uhr. Das hier ist der Postbote und hier sehen wir nicht, dass es Dativ ist, also ist es ziemlich einfach. Die Zeit zwischen den Jahren, das ist ein fixer Ausdruck, damit meint man die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr. Du kannst also deine Freunde fragen, was machst du denn zwischen den Jahren? Fährst du in den Urlaub, besuchst du deine Eltern zwischen den Jahren? Das ist eine feste Redewendung. Und dann haben wir auch noch Beispiele für zwischen wem und was. Hier auch Dativ, das siehst du schon an der Frage. Wem für Personen, was für dich. Und jetzt gibt es hier einen umgangssprachlichen Satz. Umgangssprachlich meint also etwas, das man nicht schreibt, das jetzt nicht in Zeitungen steht, also in guten Qualitätsmedien. Und ich kann sagen, es ist aus zwischen ihm und ihr. Ja, das heißt also, ihre Freundschaft oder Beziehung ist zerbrochen, ist kaputt. Ich kann also sagen, es ist aus zwischen uns, es ist aus zwischen dir und mir. Das alles ist Dativ.
Und es ist die typische Art zu sagen, unsere Beziehung, meistens ist es eine Beziehung, ist kaputt. Es gibt einen Streit zwischen den Kindern oder unter. Auch hier benutze ich zwischen. Na, alles klar. Dann kommen jetzt noch die letzten Beispiele und dann gibt es noch das Wort dazwischen. Jetzt aber. Die Temperaturen in Berlin liegen momentan zwischen 12 und 15 Grad. Auch hier kein Problem. Der Preis liegt zwischen 5 und 6 Euro. Auch das ein typisches Beispiel. Dazwischen. So, dazwischen ist ein Adverb und das meiste ist klar, aber es gibt auch ein paar Spezialfälle. Wo parkt das Auto? Zwischen den Bäumen oder einfach dazwischen. Das Auto parkt dazwischen. Lisa liebt Hula Hoop. Das ist ein Hula Hoop-Reifen. Zwischen ihr und dem Reifen ist viel Luft oder viel Platz. Hier passt nichts mehr dazwischen. Kein Platz. So, und jetzt noch ein wichtiger Fall für dazwischen. Es gibt einen Streit zwischen den Kindern. Ich gehe dazwischen. So, jemand, der dazwischen geht, der versucht, einen Streit zu beenden. Ich schaue zwei Videos an, dazwischen trinke ich einen Kaffee. Dazwischen also in der Zwischenzeit. Und wer auf Patreon ist, der weiß übrigens, was ich beim Arbeiten trinke. Es ist nämlich kein Kaffee. So, jetzt kommen wir zu den Übungen. Und hier sage ich dir wie immer, mach die Übungen allein, also drücke auf Stopp, sonst nützen sie dir nicht. Ja, also du lernst nichts, wenn du keine Übungen machst. Das bleibt dann nur passiv und du verstehst nicht, wo deine Probleme sind. Wenn du Fragen hast, dann schreib mir natürlich unter dem Video. Er sitzt, Stapel Büchern. Das sind Stapel. Und jetzt kommt die Lösung. Er sitzt zwischen den Stapeln Büchern. Und hier haben wir das Dativ N im Plural. Und den für Plural Dativ. Wo sitzt er? Alles klar? Dann kommt jetzt die zweite Übung. Jetzt wird es ein bisschen gruselig. Hier ist ein Stück Fleisch. Und der Satz ist, er wirft das Stück Fleisch zwischen Zähne des Krokodils. Ich denke, das ist ein Krokodil oder ein Alligator oder irgendetwas. Jetzt kommt die Lösung. Und er wirft das Stück Fleisch zwischen die Zähne des Krokodils. Ja? Wir haben hier Akkusativ von A nach B. So, jetzt weniger gruselig. Ein bisschen schöner. Das ist Laura und Laura sitzt. Und jetzt kommt die Lösung. Laura sitzt zwischen ihren Freundinnen. Dativ, wo sitzt sie? Alles klar, dann kommt jetzt noch eine Übung. Die blaue Krawatte hängt zwischen grüne Krawatte und rote Krawatte. Hier ist die blaue, hier die grüne, hier die rote. Na, drücke jetzt auf Stopp, mach die Übung allein und denk vor allem an die richtige Endung. So, die blaue Krawatte hängt zwischen der grünen Krawatte und der roten Krawatte. Wir haben hier Dativ. Und im Dativ hast du immer ein N für die Adjektive. Das ist super. Das ist einfach. Grünen, roten. Und die wird zu der. So. Jetzt kommt noch eine Übung. Ich lege das Messer zwischen
Löffel und Gabel und jetzt musst du dich auch an die Artikel erinnern. Drücke jetzt auf Stopp. Ich lege das Messer zwischen den Löffel und die Gabel. Ja, es ist der Löffel und die Gabel und wir haben hier Akkusativ von A nach B. So, und jetzt das letzte Beispiel. Die Dozentin sagt, sei bitte still. Und bei ihrem Vortrag quatschen. Quatschen, das meint hier reden. Das ist wieder umgangssprachlich, also etwas, das man nicht unbedingt schreibt. Einige. Das heißt, sie reden, auch wenn sie nicht dran sind. Hast du eine Idee? Dann kommt jetzt die Lösung. Bei ihrem Vortrag quatschen einige dazwischen. Dazwischen quatschen oder dazwischen reden heißt also reden, auch wenn man nicht gefragt ist, auch wenn man nicht dran ist. So, das war die Präposition zwischen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt viel gelernt. Und mehr Übungen bekommst du im Moment auf Patreon und auch noch viele andere Informationen zu mir, Making of, Pictures und so weiter. Und ganz am Schluss sage ich, abonniere mich doch weiter, komm auf Patreon und lerne natürlich weiter und gib mir doch ein Feedback. Was denkst du über das Video? Was hast du gelernt? War es zu schwierig, zu schnell, zu langsam? Ich sag dir Dankeschön, bis bald, tschüss.